So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind wieder mal unterwegs, um Eier zu brüten, auf der Suche nach den Shiny Kontinentalen. Wir haben wieder 8 Stück für euch jetzt, hängen vielleicht noch eine zweite Eierladung hinten dran und gucken mal, was uns jetzt erwartet. Letzte Folge gab es ja einen Shiny Pichu, auch wenn kein regionales, trotzdem einen Shiny dabei. Hier fangen wir an mit einem Pi, leider nicht Shiny, 1600 Sternenstaub und aus Eisfeld wäre das denn auch okay, nichts Besonderes. Wir machen gleich weiter. Wir wollen ja Zeit sparen, denn der Bob ist auch schon auf dem Weg zu mir. Wir wollten heute Pizza machen und ein Tauros mit 800 Sternenstaub. Leider nicht so krass. Auch kein Shiny, aber alle Werte auf 12, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, wir wollen heute Pizza machen mit Spiegelei, gehacktes, Käse, sonst was obendrauf. So einen richtig dicken Fladen irgendwie. Das nächste Tauros, diesmal mit 1100 Sternenstaub, die Werte sind schon besser, aber immer noch kein Shiny. Das vierte Ei dürfte jetzt sein, das ist also auch schon die Halbzeit. Und noch ein Pi. Pi, Tauros, Tauros, Pi. Jetzt geht's wieder zurück. 800 Sternenstaub und aus Budapest leider kein Wert auf 15, auch kein Shiny. Wir kommen zum fünften Ei. Mal gucken, diesmal wenigstens keine Lauchenten dabei, wie die ganze Zeit in der letzten Folge bestimmt. 7 Mal pro Render oder irgendwas. Alola Mauzi mit 800 Staub, wieder aus Eisfeld, kein Shiny. 5, 6, jetzt sind wir beim 6. Zwei Stück kommen danach auf jeden Fall noch. Ein Mamfaxo, das ist bestimmt ein altes Ei, ne? 1115, ne, die Babys können natürlich auch weiterhin schlüpfen, sieht man ja, Pi ist ja auch eins. Auch kein Shiny, kann ja gar nicht Shiny sein. Zwei Stück haben wir aber noch, dann laufen wir wieder weiter, brüten die nächste Fuhre aus. Kangama! Auch eins meiner Lieblinge, Kangama und Tauros, immer noch fett am Start, 1600. Und Kangama bekommt ja auch noch eine Mega-Entwicklung irgendwann. KP auf 15, jetzt dürfte das letzte Ei kommen mit einem Shiny. Kangama! Leider ohne Shiny, aber trotzdem noch zwei Kangama dabei. 1500 Staub, 20 Bonbons. Angriff auf 15. Ja, damit kann man doch mal was anfangen. Das war's aber jetzt. Ja, wir melden uns zurück, wenn wir die nächsten 8 Eier ausgebrütet haben. So, und dann sind wir zurück mit der zweiten Fuhre Eiern. Leider sind die irgendwie versetzt. Bei zwei Stück haben noch ein paar Meter gefehlt. Die ersten schlüpfen, deswegen muss ich jetzt in Bewegung bleiben. Beim Laufen, Reden und Schnaufen natürlich, damit die dann noch aufgehen und sich das nochmal aktualisiert. Aber wir fangen einfach an mit dem ersten und haben wieder mal einen Tauros mit 1600 Staub, leider kein Shiny, aus Merzig-Saarland. Werde sind okay, kann man so lassen. Aber wir brauchen natürlich das Shiny, live auf Kamera. Oh mein Gott, ein Isso! Das gibt's ja auch noch. 1100 Sternenstaub, 15 Angriff, Bad Rodach, Bayern. Hätte auch ein Shiny sein können, ist es aber nicht. Und das nächste ein Rabauz. Früher habe ich ja immer diese Rabauz-Videos gemacht, Rabauz-Eskalation, um zu gucken, was da rauskommt. Jetzt haben wir nichts. Angriff 15, gut, das wird ein Kickli, seht ihr auch unten. Sternstaub gab es auch, da sitzt noch ein wildes Perlu im Hintergrund. Könnt ihr auch wild Shiny fangen. Und ein Porenta, leider auch kein Shiny. War eine Mücke, jetzt habe ich den Sternstaub nicht gesehen, weil die Mücke mich abgelenkt hat. New York, Angriff 15. Da vorne sehe ich schon Flo und Annika. Was geht ab, wie man sich hier zufällig immer trifft. Mauzi! Ja, leider auch kein Shiny. 1058 auf jeden Fall. Sternenstaub und Budapest, Ungarn. Schon wieder, das verfolgt mich. Verteidigung 15. Guten Tag. Ich komme gleich wieder. Muss nur mal kurz hier, ne? Ein Porenta mit 1100 Staub. 79 Bonbons, leider auch wieder kein Shiny. Werte sind okay, kann man stehen lassen. Und wir sehen, es hat sich noch nicht aktualisiert. 100 Meter fehlen noch.
Dann melde ich mich gleich nochmal zurück, wenn die brüten. So, und da sind wir wieder. Die letzten zwei Eier auch noch am Start. Jetzt könnte ich eigentlich stehen bleiben, da muss ich ja gar nicht mehr laufen. Und wir haben noch ein Isso, warum auch immer. Isso, so selten eigentlich immer gewesen. Jetzt nervt das schon. 1300 Sternenstaub aus Österreich. Angriff 15 und das letzte. Das ist jetzt ein Shiny, das habe ich im Urin. Mir auch egal was, selbst wenn es nochmal ein Pichu wird. Kangama! Leider kein Shiny. Aber neuer Pokédex-Eintrag auf dem Account, oh mein Gott! Ich fresse einen Besen. Ich sehe, da hat sogar noch Smogmog gefehlt. 1500 Staub. Eisfeld KP 15. Kein Shiny in der Runde, in der Folge. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sammeln noch ein bisschen, das Event läuft ja auch noch ein bisschen letztes Wochenende. Da haben wir auch noch mal mehr Zeit zum Brüten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.